Tulsa, da könnten wir auch mal in uns entwickeln. Ach, guck mal, hier unten haben wir auch noch ganz vieles nicht erschlossen. So, guck, da kommt auch schon mal wieder direkt Reibach rein. Sehr schön, Aktiensplit. Gold importiert, Dollar leidet immer noch. Auch noch ein Bonus dazu, sehr schön. Ich überlege gerade, wie könnten wir denn noch unser Vermögen hier weiter mehren? Ah, sehr schön. Diesel wird da sogar direkt hingebracht. Ja, nice. So, das ist nur ein Lagerhaus. Okay. Chemiefabrik bei Victoria. Kaufe ich einfach mal aus Prinzip. Und damit hat sich Victoria verdient, angeschlossen zu werden. Och, ich habe doch auf elektrisch gesetzt. Wer hat das denn hier wieder umgestellt? Oder setzt er das jedes Mal zurück? Ich hoffe nicht. Ach, guck mal, Kohle hat er hier oben. Wo kommt denn hier die Kohle her? Da, Kohlebergwerke, ja. Sehr schön. Nehmen wir. So, dann machen wir nämlich von, nee, nicht Victoria, von Corpus Christi nach San Antonio. Ach, geht natürlich nicht, weil der Geizkragen seine Gleise nicht elektrifiziert. Mann. Papierwerk zum ersten Mal bei Austin. Kaufe ich mal direkt. Was, wo kriegen wir das denn? Ach, von da unten. Na, guck mal, dann könnten wir doch mal hier eine Anbindung machen. Huntsville nach Austin. Und ein Zug 12 ist verunglückt. Dann schnell Ersatz her. Soweit so unspektakulär. Kaffee haben wir genug. Das persönliche Netto sieht gut aus, müsste aber noch besser werden. Hm, wir können den schlucken, aber was wird uns das bringen? Eins, zwei, oh, wobei ein bisschen was wird uns das bringen. Na, dachte ich mir, dass der Große nicht passt, aber den kriegen wir auf Groß, ne? Yes. Hm, ich überlege gerade die ganze Zeit. Wo will ich noch? Alter, wo hat der sich denn schon entwickelt, der Lümmel? Alter Falter. Wo, brennt da was? Junge, nicht so ungut, aber dein Zug brennt.
sag's ja nur. Brennt der Zug. Ja, ist okay, kann man machen. Ja, die Streckenanbindung ist einfach heiß, heiß, heiß. Warte mal, habe ich von Corpus Christi schon? Ne, muss ich noch machen, eine Anbindung, ne? Okay, ist jetzt nicht so der Heilsbringer, aber nehmen wir trotzdem. Ich bin gespannt, ob wir die Ziele packen werden. Gehalt wird erhöht, das ist sehr schön. So, persönliches Netto von 10 Millionen, also an die 15 Millionen kommen wir ja relativ schnell ran, wenn wir einfach mal aufhören würden zu kaufen. Oh, jetzt sehe ich wieder, dass der hier die Gleise aus... Warum stellt er das hier immer um? Das ist doch Käse. Mein Gott, kann ich nicht einmal in Ruhe hier ein elektrifiziertes Gleis bauen und das in den Zug verreckt? Ist ja schlimm hier. Ach guck mal, der hat eine Rinderfarm gekauft, der Lümmel. Ja, das ist ja frech. Ach guck mal, eine neue Lok ist rausgekommen, haben wir gar nicht gesehen. Wahrscheinlich, weil wir gerade die ganze Zeit am Bauen waren. Kommt jetzt die Nachricht? Molkerei zum ersten Mal bei Chihuahua. Städte und Gemeinden akzeptieren weder Rohöl noch Kohle. Sie müssen diese Fracht nun an ein Kraftwerk oder eine Raffinerie liefern. Und da ist die Meldung über besagte Lok. Ah, ich sehe schon, in Mexiko, da hätten wir noch theoretisch sehr, sehr viel. Ach ja, stimmt, da war ja was. Eben noch den einen Fitzel da elektrifiziert, der uns fehlte. Ach, guck an, hier haben wir, warte mal. Wenn wir jetzt hier Eisen haben, bräuchten wir nur noch, warte mal, ich muss ja kurz ein bisschen runterdrehen. Da muss ich mir in Ruhe angucken. So, hier haben wir ja Kohle. Dann machen wir von Victoria, wo ist es da? Nach Laredo. Gut, eigentlich hatte ich gehofft, dass du da Kohle hinbringst. Kommen wir nämlich da mal das Stahlwerk. Also hier die Eisenminen. Rinderzucht geht auch immer. So, ist hier noch irgendwas, was gut läuft? Oh, das Sägewerk, ja, das kaufe ich mal. Rinderkrankheit grassiert, um J das Willen. Sogar halt wird weiter erhöht. Ja, mit dem persönlichen Netto sind wir schon fast dran, ihr Lieben. Das sieht ganz gut aus. Wir können es tatsächlich schaffen. Ja, auch du wirst natürlich ersetzt. Boah, kannst du nicht endlich mal deine Gleise elektrifizieren, ey Mann? So, ich hole jetzt einfach mal ganz viel Industrie dazu. Immer auf Shoppingtour. Ein bisschen im Kaufrausch, aber nur ein ganz kleines bisschen. Was haben wir hier? Schönes, eine Fleischfabrik. Wird auch aufgewertet. Textilwerk. Warte mal, wo haben wir denn Obst? Gibt's gar kein Obst auf der Karte? Bin ich bekloppt? Es gibt wirklich kein Obst. Oder bin ich jetzt blind? Nee. Scheint es nicht zu geben. Deswegen hat das bei der Destillerie auch gerade nicht angezeigt. Interessant. Und weißt du was? Dann binden wir jetzt einfach mal dich hier an. Und der hat es wieder ausgestellt. Was soll denn das? Den machen wir von Fort Worth. Guck, jede Menge Öl geht darüber. Sehr schön.
wieder eine Gehaltserhöhung. Die nehme ich auch sehr gerne mit. Wirtschaft verlangsamt sich und Gott sei Dank sinkt sein Aktienkurs jetzt mal etwas. Boah, nee, das werden wir uns nicht leisten können. Pfeif drauf. Also, warte mal, du hast doch hier relativ viel Post und Personen. Dann machen wir doch mal hier die entsprechenden Gebäude. Gibt auch wieder ein bisschen Umsatz. Was hast du noch Schönes in der Nähe? Kleidung. Könnte ich natürlich auch noch ein Sägewerk hinsetzen. Und im Zuge dessen direkt eine Möbelfabrik dazu. Und dann kaufen wir hier nochmal ein paar weitere Holzfällerlager, die sich hier gerade so in der Nähe anbieten. Sieht schon sehr aus. Oh ja, das läuft. Sehr schön, definitiv keine Fehlinvestition, finde ich super. So, Gehalt wird gekürzt. Persönliches Netto bei 12. Ja, das mit dem Netto, das könnte vielleicht doch noch etwas knapp werden. ...48.000 Aktien, 96%, 4,7, ja, mache ich. Kaufe ich mal zurück, damit der Kurs schön steigt, damit mein Privatvermögen hier mehr wert ist. Hihi. Ich bin gespannt, ob wir es so hinbekommen, so wie ich mir das wünsche. Aber ich muss so langsam gucken, dass wir mal ein bisschen Piano machen bei weiteren Investitionen, dass wir auch unsere 15-Millionen-Ziele nicht versemmeln. Das wäre ärgerlich und unnötig. Mein Privatvermögen ist jetzt leider wieder gesunken. Unser Aktienkurs leider sinkt. Warte mal, wir ändern mal die Dividende. In der Hoffnung, dass das den Aktienkurs positiv beeinflusst. Ja, schon um einen Dollar hochgegangen, sehr schön. Haben wir noch irgendwas Gescheites, was sich zu erwerben lohnt? Oh, um 11.000 Gehalt gekürzt, das ist nicht schön. Ah, warte mal. Stimmt, nehmen wir alle nur noch raffiniertes Öl. Kann ich eine Ölraffinerie bauen? Yes, kann ich. Nice. Werten wir auch mal direkt auf, da die ja an der Quelle sitzt. Das gleiche sollten wir in Beaumont auch machen. Und wieder eine neue TÜV, die Pacific 462 mit einem Maximaltempo von 95 Meilen bei gemischter Beladung und bei 8 Waggonschaft immer noch 59, aber sobald Steigung kommt, mal wieder ein Problem. Man kennt das. So, wehe, das wird jetzt nichts mit den Ölraffinerien. Guck mal, hier hinten hat er sich auch noch erweitert, der Lümmel. Komm, wir machen hier auch mal einfach ein bisschen was.
Wir müssen ja Gott sei Dank nicht an unserem Streckennetz angeschlossen sein, deswegen. Bauxitmine, aha. Und Reifenfabrik. Bei Amarillo. Also, was brauchst du denn für die Reifen? Gummi. Das gibt's höchstens hier hinten am Hafen, okay. So, wie sieht's aus? Hm. Okay, mit der Raffinerie ist leider schon mal nichts mehr. Die könnten wir verkaufen. Wie schaut's denn bei dir aus? Hm. Irgendwie mit den Raffinerien, das war ein Schuss in den Ofen, habe ich so das Gefühl. Weil irgendwie, weiß ich warum, aber die produzieren irgendwie nichts. Obwohl die Ölquellen direkt daneben stehen. Du auch nur ein bisschen? Toll. Nee, das, also Fusion werden wir auf keinen Fall mehr schaffen dieses Mal. Hm, ob wir das Netto von irgendwas schaffen, ich weiß es nicht. Warte mal, was waren denn... Okay, Silber haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal zusammen. Oh, warte, wir müssen... Nee, jetzt wird erstmal nichts mehr gekauft, weil wir müssen das mit dem Barvermögen halten. Ich glaube, dich werde ich hier mal verkaufen. Machst du nämlich leider keinen Umsatz mehr. Rostfreier Stahl eingeführt. Nett. So, die 15 Millionen Barvermögen haben wir. Jetzt müssen wir allerdings mit dem Privatvermögen noch ein bisschen gucken. Deswegen überlege ich gerade, Aktien zurückzukaufen. Wie wird das denn kosten? 4 Millionen. Ja komm, das nehmen wir mal. Angriff in Mexiko. Ui, ui, ui. Von Pancho Villa angeführte Rebellen haben 18 amerikanische Passagiere getötet. Personenverkehr nach Mexiko geht um 20% zurück. Ei, ei, ei. Vielleicht sollte ich mir diese Schlagzeilen mal öfter durchlesen. Das hat ja doch mal hier und da einen Impact. So, hier bräuchten wir noch ein bisschen mehr. Vielleicht können wir gleich nochmal Aktien zurückkaufen. Sehr schön, da haben wir es geschafft. Ja, geil, perfekt. Noch vor Ablauf der Zeit, ihr Lieben. Wunderbar, haben wir gerade nochmal durch Kursschwankungen genug Vermögen an der Börse bekommen. Sehr schön. Nein, ich möchte nicht fortsetzen. Vielen Dank der Nachfrage. Es lief ja wie geschmiert. Oder sollte ich lieber sagen, wie geölt? Ja, sehr schöner Wortwitz zum Schluss. Ihr Lieben, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, Tschüssikowski.